Und herzlich willkommen zu Folge 120. So, beim letzten Mal haben wir schon mal diese Liquid Manager aufgebaut hier mit Wasser. Jetzt bin ich nämlich am Überlegen, wie machst du das mit Lava? Lava wollte ich irgendwie das mit den Tanks machen, habe aber ich glaube zu wenig von diesen Lohnenrouten, die wir dann irgendwann in einer Folge uns besorgen müssen. Genau, da fehlen nämlich welche. Deswegen lassen wir das mal so laufen, bis der kein Wasser mehr hat, aber wir können diese Schienen machen. War, wie heißt, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ja, suchen wir uns jetzt gleich wieder zu Tode. Hatte ich ja schon mal. Schauen wir mal eben, vielleicht finden wir sie. Ich glaube, da waren sie schon, oder? Nee, das sind diese von Minecraft Factory Reloaded. Irgendwo muss doch Steve Card sein. Nee, das ist MFFS. Bienen, Bäume, Pollen. Werkzeug herstellen, Fassaden, alle sämtlichen anderen Mods. Ja, Steve Cards irgendwo. Ich keine Ahnung. Whale, da ist er doch. Advanced Detector Whale, genau, das sind die. Zwei Druckplatten, Eisen und Whetstone. Wie viel kommen wir da raus? Jeweils zwei Stück, das ist ganz gut. Also zwei Druckplatten immer. Machen wir 10er. Brauchen wir ein bisschen Eisen wieder in Massen hier. Bestimmt irgendwo noch rumfliegen da. Mach mal voll. Und Whetstone. Geben wir mal ein paar Sticks gerade. So. Und dann machen wir das hier. Und so. 10 Stück, da werden wohl noch nicht reichen, aber die werden wir dann wohl beim nächsten Mal noch verbrauchen. Jetzt brauchen wir diese Detektor-Dinger. Dann soll er die befüllen. Zack. Zack. So. Ja, jetzt kommt hier Wasser langsam rein. Jetzt weiß ich aber nicht, wo unser Schienenmeister ist hier. Unser. Oh, da kommt er schon. Ah. Jetzt wollte ich doch mal. Nein. Füllst du ja auf? Ja, der füllt schon mal auf. Geil. Die füllt er auf und fährt so weiter. Das müssen wir jetzt nur noch mit Lava machen. Deswegen mache ich das jetzt immer unterschiedlich von den ja, Etagen her. Dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite, da die Tanks ja sowieso aufgefüllt werden. Und der verbraucht nicht pro Etage den ganzen Tank. Da, wie gesagt, da bin ich auf der sicheren Seite, dass der immer Lava, Wasser pro Etage tauscht. Und dann kann der eigentlich sozusagen unendlich laufen. Und das ist eigentlich das Geile daran, dass er einfach so läuft. So, das läuft auch hier super, das finde ich so geil. Das läuft hier prima wie Arsch auf Augen. Das müssen wir auch, wie gesagt, mit Fassaden nochmal umändern. Auch später erst. So, ich kann auch keine Lava-Dinger hier direkt reinschmeißen. Das ist schade. So, die anderen Pipes, die anderen Schienen werden wir da erstmal reinpfeffern. Und du müsstest jetzt fertig sein, ne? Joa. Stimmt. So, jetzt kommen noch Honigtropfen uns angeflogen. Warte mal, was können wir denn hier wegtun erstmal? Das. Und ja, die Whales. Das ist eigentlich egal. So, jetzt brauche ich meine Tasche wieder. Scheiße. Dankeschön. Dashken. Hier reinschmeißen. Aber warte mal, da können wir den Trichter auch mit reinkloppen. So. Und diesen Mist hier irgendwie noch. Da habe ich gerade keine Zeit, so das irgendwo hinzupfeffern. Weil ich muss nämlich ein paar von den Liquid-Dingern hier noch basteln. So, machen wir da mal. Ich mache noch welche von. Dam, 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 dam. Das muss ja alles funktionieren. Dankeschön. So. Jetzt machen wir da ein paar genug von. Jetzt machen wir noch ein paar Eisengitter. Dann von diesen Dingern hier. Ja, ich glaube, so reicht das erstmal. Und jetzt so. Warte mal, können wir noch ein paar Glaspanels machen, damit wir genug Stacks haben. So. Jetzt sollte es, glaube ich, gut sein.
hauen das nämlich jetzt hier richtig voll. Okay, fehlt mir jetzt eins? Okay, ja. Das ist jetzt falsch gerechnet. Dann machen wir da halt nochmal welche von. 1 zu 3, 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 1 zu 2. So. Jetzt aber. Jetzt habe ich wieder nicht genug Glas wieder hier. Egal, gucken wie viel da. Ja, da kriegen wir gerade nicht hin. Sind da irgendwo Tanks hier rum? Warte mal, ich hab dann. Ja, hier war noch ein bisschen restliches Glas drin. Dann kommt das hier weg, das kommt hier rein. Dann kann ich das Glas hier auch rausnehmen. So viel ist es auch nicht mehr. 14 Stück nur noch. So, und da ist davon. Dann ist es nämlich auch schon überfüllt hier. Da machen wir da Huge Panels raus. All die Liquid-Dinger, wie gesagt, brauchen wir. Dann pull ich sie nämlich entweder Lava aus den Lava aus der Hölle. Wo ich auch noch vorbeigucken wollte mal wieder. Oder halt durch die ganzen. Halt durch die Bienen, die wir noch dafür züchten werden. Das geht nämlich auch. Mit Bienes. Das ist ganz gut. Mit den Bienen brauchen wir Sand und Phosphor. Und Phosphor kriegen wir halt nur durch die Bienen. Und das ist eigentlich ganz eine lustige Idee. Dann spart man sich nachher die Lava aus der Hölle zu holen. Wenn man genug Bienen hat und genug Zeug davon. Ich werde ja auch sowieso mit anderen Materialien arbeiten. Sprich mit Biomasse und sowas. Wird ja auch noch kommen. So, jetzt müssen wir das hier irgendwie aufteilen. Bam. 5. So, jetzt muss das hier so ganz knapp immer hier alles verlaufen. Okay, paar habe ich noch übrig, ist aber auch nicht schlimm. Ne, warte mal, in der Ecke war das, ne? 3. 4. Gut. Haben wir schon wieder 3 Stück. Das kann nachher alles da hinten rein. 3 Stück, dann können wir auch 3 Schienen aussetzen. Wo haben wir sie denn gerade reingeschmissen? Da, ne? Nö. Ach, ich schmeiße das immer irgendwo rein, wo ich gerade Platz habe. Das ist doch blöd. Hier waren die doch drin, oder nicht? Da sind sie doch. Aber ich hatte doch noch normale Schienen. Die weiß jetzt aber keiner, wo ich die hingeschmissen habe. Hallo? Ich hatte doch noch gerade ein paar Schienen. So 2 Stück. Da sind sie doch. Dankeschön. Und was weg kann, sind Glaspanels jetzt hier. Da habe ich, glaube ich, massig von. Die können weg, das kann weg, das kann weg. Dann bräuchte ich das nur noch. Und dann füllen wir das eben auf. Dann haben wir wieder unsere Ruhe. Dann ist ja schon wieder die nächste Folge um. Krass. Es ist craften, was ein bisschen nervig ist. So, hier oben kommt einer rein. Genau. Der wird mit Lava befüllt. Hier kommt Wasser rein. Dann kommt hier Lava wieder rein. Irgendwo ist ja ein Rolling, da ist er. Keep rolling, 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 da ist schon. Und jetzt hier noch mit Wasser. Ah ne, da ist wieder Lava. So. Genau, und dann kommen hier noch paar 2 Schienen dran. 1, 2. Ah, hallo. Oh, jetzt habe ich das kaputt gemacht. Nein. Alles gut. Das ist so geil mit dem Turm. Wie gesagt, da haben wir genug Weizen. Also lohnt sich mit dem Weizen, was wir da haben. Wir haben auch noch genug Bäume da hinten. Also das könnten wir auch zur Not noch reinfügen. Aber momentan klappt es ja, wie gesagt. Ich werde jetzt gleich in der nächsten Folge... Beziehungsweise kann ich viel Platz ich noch erfolgen. Wenn nebenbei wieder ein bisschen farmen gehen, damit ich halt noch Materialien habe fürs nächste Mal. Jetzt schauen wir mal eben noch hier, wie viel Laste. Ah, du hast schon unterschritten, meine Güte. Das heißt, der müsste jetzt so langsam fertig sein, ne? Ja, der füllt auch nichts mehr rein. Das wollte ich hier vorne auch noch ändern. Dass der hier ein bisschen was reinbekommt. Hier ist auch voll wieder. Dann wollte ich
das ME-System, sprich die ganzen Kisten, alles, was ich so nicht brauche, ins ME-System reinklatschen. Also was da alles rein kann. Ja, das vielleicht nicht, das kommt vielleicht nur oben in Barrel rein. Für später muss ich mal auch schauen. So, Panel, dann Large. Dann dit, dann noch so die Advanced Tanks. Huge Panel Tanks, dann diese Dinger hier und der Rest ist eigentlich nur für mich. Warte mal, die Schienen tue ich auch hier rein. Dann weiß ich zumindest, dass sie da sind. Und dann werde ich in der Hölle ein paar Lohnenrouten hauen, damit ich zumindest Material bekomme. Ach, wir können noch mal Plünderung draufbauen hier. Plünderung auf eine Kettensäge, das wäre gar nicht schlecht. Oder habe ich Plünderung irgendwo? Dornen. Plünderung 2. Was kriegen wir denn an Plünderung raus, wenn wir das jetzt mit dem Buch machen? Oder können wir dann Plünderung hier erhöhen? Das, ich weiß gar nicht, ob das auch geht. Oh, geil, wir können Plünderung erhöhen. Kostet nur ein paar Punkte. Das ist doch geil. Ich kann keine Plünderung auf die Kettensäge machen. Ei. Dann brauchen wir vielleicht irgendwie ein Schwert. Dass wir vielleicht noch reparieren oder so auf ein Schwert bekommen, muss ich mal eben gerade schauen. Warte mal, ich habe doch ein Eisenschwert. Ah ne, warte, ich mache ein Diamantschwert, hallo? Wenn, dann machen wir ein Diamantschwert. Das lohnt sich vielleicht mehr. Diamantschwert, wir haben doch hier irgendwo. Warte mal, haben wir hier noch Diamanten? Genau. Eins, zwei. So, da brauchen wir einen Stick. Irgendwo hatte ich doch Sticks. Da sind doch Sticks. Stickies, danke. Na gut, ich könnte auch eine Diamantrüstung machen, aber da werde ich diese Power Armor nehmen, die ein bisschen effektiver ist, so wie halt. Na gut, da müssen wir mal schauen, ob das noch alles machbar ist. Diamantschwert, Plünderung, neuen Level, okay. Dann haben wir vielleicht Bannrückstoß, Dornen, Schusssicher, Stärke. Kann man Stärke nochmal erhöhen? Kostet 2, hätte ich dann noch 6 übrig. Was kostet das denn, wenn ich das jetzt auf das Schwert noch tue? Irgendwie wollte ich das doch erhöhen hier noch. Stärke geht nicht drauf mehr. Naja. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt nochmal irgendwie funktioniert. Müssen wir mal schauen. Gut, 8 Level ist ja auch für die Katz. Was haben wir denn noch? Bannrückstoß, Schusssicher, Dornen. Nö, das ist so ganz gut. Plünderung ist auf jeden Fall immer gut. Dann können wir das immer mit Diamanten ein bisschen reparieren. Gut. Das würde ich dann auch im Laufe dieser nächsten Folge machen, dass wir bei der nächsten Folge noch genug haben. Dann können wir die Lava davor noch auftanken, wie gesagt. Damit das auch funktioniert. Ja gut, dann würde ich sagen, bis dahin, euer Flash-Shooter-LP und bis zur nächsten Folge. Tschüssen!